Hallo und herzlich willkommen bei Energiewirtschaft einfach, der Online-Akademie für die Energiebranche. Mein Name ist Carsten Eckert und heute soll es mal um den Atomunfall bei Harrisburg aus dem Jahr 1979 gehen. Wir hatten vor einigen Monaten schon mal ein Video gemacht zur INES-Skala, die Skala, mit der man Vorfälle und Unfälle im Kontext von Kernreaktoren, Kernkraftwerken und ähnlichen Anlagen einschätzen kann. Praktisch ist Stufe 0 ein nicht schlimmerer Vorfall und Stufe 7 sind dann schon direkt Tschernobyl und Fukushima. Auf Stufe 6 ist dort auch nur der Kyschtym-Vorfall aus der Sowjetunion. Den werden wir in einem späteren Video auch mal ein bisschen auseinandernehmen. Und auf Stufe 5 ist eben unter anderem Harrisburg. Beziehungsweise ist euch dieser Vorfall vielleicht ein bisschen besser bekannt als Three Mile Island, was nämlich der Name des ganz konkreten Kernkraftwerks ist. So, was ist da passiert? Im Jahr 1974 ist erstmal Block 1 des Kernkraftwerks Three Mile Island erstmals ans Netz gegangen. Und zwar direkt vor den Toren der Stadt Harrisburg. Harrisburg ist die Hauptstadt von Pennsylvania und liegt geografisch so etwa in der Ecke von Washington DC, Baltimore, Philadelphia, New York City. Also so ziemlich an der Ostküste von den USA. 1974 ist also Block 1 ans Netz gegangen und ein paar Jahre später, Ende 1978, ist dann auch Block 2 des Kernkraftwerks Three Mile Island in Betrieb gegangen, also ans Netz gegangen. Und das ist auch ganz typisch, so zwei Blöcke von einem großen Kernkraftwerk. Das gibt es auch bei Kohlekraftwerken. Da setzt man einfach zwei Reaktoren nebeneinander und kann die schlussendlich in einem großen Gelände dann auch gemeinsam betreiben. Das ist ganz typisch. 3 Monate nach der Inbetriebnahme, das heißt am 28. März 1979, gab es dann eine teilweise Kernschmelze im Block 2, im Reaktorkern 2 von Three Mile Island. Was ist da passiert? Schlussendlich ist es darauf zurückzuführen, dass es dort ein Problem mit der Kühlung gab. Leider ist nämlich ein paar Tage davor bei einer Wartung wohl das Kühlsystem nicht wieder ordentlich in Betrieb gesetzt worden. Schlussendlich sollen da wohl mehrere Ventile im Kühlungssystem einfach nicht wieder korrekt eingestellt worden sein. Und dementsprechend konnte die Kühlung nicht ordentlich wieder anlaufen und durchlaufen. So hat sich die Temperatur im Reaktorkern immer weiter erhöht. Und schlussendlich hat man nicht nur das menschliche Versagen schon bei oder nach der Wartung gehabt, sondern dann eben auch nochmal genau als diese Temperatur gestiegen ist, hat man wohl auch nicht rechtzeitig erkannt, was das bedeutet, woran das liegt und was dann eben auch gleich passieren würde. Man hat dann wohl weitere Experten mit herangeholt, die dann das wohl erkannt haben, die das Kühlsystem wieder haben anlaufen lassen und damit wohl auch Schlimmeres verhindert haben. Aber es ist zumindest schon mal passiert, eine teilweise Kernschmelze im Reaktorkern vom Block 2. Was bedeutet das? Der Reaktorkern wird dabei dann so heiß, dass er praktisch glüht und sich auch teilweise durch die Gebäudeinfrastruktur einfach durchschmilzt, bis er dann eben erstmal nicht mehr weiterkommt. Strahlung wird freigesetzt und dementsprechend ist das Ganze natürlich richtig krass gefährlich. In diesem Vorfall kam es zu keinen unmittelbaren Todesfällen, was erstmal ziemlich toll ist und gut ist, aber natürlich ist trotzdem eine ziemlich große Menge Strahlung freigesetzt worden. Und hier ist es wohl auch passiert, dass man im Rahmen, ein bisschen den Druck von der Anlage runterzunehmen, das Ganze wohl auch ein bisschen in die Atmosphäre mit entlassen hat. Hier ist es ganz schwierig, es ein bisschen abzugrenzen von Verschwörungstheorien und offiziellen Berichten. Daher will ich dazu mal nicht weiter was sagen, aber es kam zumindest nicht zu unmittelbaren Todesfällen beim Three Mile Island Vorfall. Jedenfalls gab es also eine teilweise Kernschmelze wegen der Kühlungsprobleme. Das bedeutet natürlich, man muss da jetzt eine Versiegelung schaffen, wie ja auch bei Tschernobyl dieser Sarkophag praktisch aus Beton geschaffen wurde. Das kann man sich da genauso vorstellen. Man versucht das Ganze zu versiegeln, um die Strahlung erstmal einzuhegen über die nächsten Jahre, sondern sollte die Strahlung dann so ein bisschen erstmal abklingen, soweit es geht. Und dann kann man eben nach und nach dort einen Rückbau auch durchführen. Allein in den ersten Jahren hat man da direkt nochmal eine Milliarde US-Dollar allein für die Versiegelung und den ersten Rückbau ausgegeben. Natürlich hat man gleichzeitig Block 1 dieses Kernkraftwerks auch schon direkt vom Netz nehmen müssen, weil das ist klar, wenn der Nebenreaktor fast geschmolzen ist, dann muss man erstmal ein paar andere Probleme lösen, als da weiterhin Strom zu produzieren. Nach 6 Jahren, also 1985, ist dann Block 1, der diese Kernschmelze ja nicht hatte,
wieder ans Netz gegangen und hat erstmal weiter Strom produziert und das Ganze dann eben auch weiterhin bis 2019 tatsächlich, bis zum September des jetzt vergangenen Jahres. Da ist dann aber Three Mile Island auch komplett vom Netz gegangen. Und warum? Schlussendlich hatten die das gleiche Problem wie fast oder praktisch alle Kernkraftwerke aktuell. Sie sind nicht mehr profitabel. Einerseits wegen des natürlich gesunkenen Strompreises. Es gibt halt ein super günstiges Angebot, unter anderem von erneuerbaren Energien. Deswegen sinkt der Strompreis und als Kraftwerksbetreiber bekommt man dementsprechend eine geringere Vergütung, obwohl man sehr hohe Kosten hat für die Infrastruktur, fürs Personal. Natürlich, weil so ein Kraftwerk auch einfach sehr teuer ist. Man hatte auch 6 Jahre lang keinen Strom verkaufen können. Also auch da musste man ja irgendwie das versuchen, möglichst viel Gewinne noch reinzuholen. Das hat aber vom Strompreis her nicht gepasst. Gleichzeitig war der Gaspreis wohl auch so niedrig, weil es ein so hohes Angebot an Gas natürlich in den USA gab, wegen des Frackings. Man hat ja sehr günstig jede Menge Gas, Schiefergas aus den USA direkt ja, fördern können. Und dadurch hat man sich dann eben auch gesagt, naja, komm, lieber Gaskraftwerke betreiben, die kann man jetzt gerade günstiger einsetzen. Und dementsprechend war dieses, wie auch viele andere Kernkraftwerke, nicht mehr profitabel, hat schon seit 2014 rote Zahlen geschrieben. 2014 wäre eigentlich auch der Betrieb des Kraftwerks ausgelaufen. Die Betriebserlaubnis lief 40 Jahre, von 74 bis 2014. 40 Jahre sind ganz normal. Das liegt einfach nur daran, dass im Regelfall auch die Abschreibung der Infrastrukturinvestition auf 40 Jahre angesetzt ist. Und dann ist die initiale Betriebserlaubnis für ein Kernkraftwerk eben auch bei genau 40 Jahren. Dann hat man aber von der Atomaufsichtsbehörde in den USA eine Verlängerung bekommen. Das war dann schon in den 2000er Jahren. Bis ja, praktisch 60 Jahre Betrieb, 2034. Aber man hat dann eben, wie gesagt, nicht mehr genügend Geld gemacht. Diese Verlängerung um 20 Jahre bis 2034 ist übrigens auch ganz üblich. Das war jetzt nicht irgendwie nur wegen des Unfalls oder so und deswegen ja jetzt wieder Umsatz reinzukriegen und Gewinn reinzukriegen, sondern eine Verlängerung der Betriebserlaubnis für ein Kernkraftwerk läuft im Regelfall über 20 Jahre, weil das Ganze natürlich auch eine gewisse Investitionssicherheit für weitere Ausgaben haben soll, um dann eben auch das Geld wieder schlussendlich reinzukriegen. Aber man hat dann eben einerseits nicht mehr genügend Geld gemacht, man hat auch staatliche Ausschreibungen zur Stromversorgung nicht mehr gewinnen können und hat dann schlussendlich ohne externe Subventionen nicht mehr weiterhin auch nur halbwegs profitabel laufen können und dementsprechend ist im September 2019 Three Mile Island jetzt komplett vom Netz gegangen. Was habt ihr für Fragen rund um Three Mile Island? Was habt ihr da so gehört? Auf jeden Fall ist das auch ein Thema bei verschiedenen Verschwörungstheorien. Dazu, wenn ihr irgendwelche Ideen habt, gerne einfach unten in die Kommentare. Ansonsten, like bitte das Video und abonniert den Kanal, denn demnächst gibt es hier natürlich auch noch das Video zum Kyschtym-Unfall aus der Sowjetunion. Der wurde mehrere Jahrzehnte komplett unter den Teppich gekehrt. Der ist einige Jahre noch vor sowohl Tschernobyl als auch Three Mile Island passiert und wurde aber erst beim Fall der Sowjetunion praktisch 89, 90 überhaupt so richtig international bekannt. Ja, das werden wir also im nächsten Video in dieser Reihe machen. Und ansonsten gibt es jede Menge andere Videos hier bei Energiewirtschaft einfach, der Online-Akademie für die Energiebranche. Bis zum nächsten Mal. Mein Name ist Carsten Eckert.